Okay, dann sehen wir uns den Ofen hier mal ein bisschen genauer. Was war das für ein Geräusch? Was war denn das? Soll ich mal aufmachen? Ja. Wow! Holy shit! Endlich! Ich bin Vesuvio, der Patron des Feuers. Unglaublich. Und wir hören eine affengeile Dance-Musik. Diese Typen haben mich tatsächlich als Heizung missbraucht. Naja. Ich liebe diese Musik. Ich danke euch vielmals und helfe euch ab jetzt. Genießt mir noch ein wenig Musik. Ja, Vesuvio schließt sie an. Und, ja, da treffen wir auf die Lieben. Ihr Trottel, habt ihr diese Kinder nicht erkannt? Genau. Jetzt ist Vesuvio weg. Aus der Traum. Hä? Der Malasar war aus dem Feuerpalast? Wovon redet ihr? Frag doch mal den alten Mann, den wir dort gesehen haben. Klappe! Nein, diese Typen sind echt nett, also die helfen mir immer. Kommt Jungs, wir gehen. Ja, ich nehme schon mal kurz vorweg. Ich mache jetzt mal eben einen schnellen Break und werde eben Vesuvio auf das Level 3 bringen. Aber keine Bange. Es wird sofort weitergehen nach einer klitzekleinen Unterbrechung. Also ihr habt nichts weiter zu befürchten, ihr könnt einfach dranbleiben. Es geht so weiter, als ob nichts passieren wäre. Wird. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Na, habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht, oder? Ach man. So, und jetzt machen wir uns straight auf den Weg zum Eispalast. Ja, und ich habe mal ein bisschen die Waffen gewechselt. Für unsere drei Helden. Um mal ein bisschen mit anderen Waffen das Waffenlevel aufzuladen. Mache ich zwar eigentlich sonst nicht, aber ich dachte mir, tust es jetzt einfach mal. Wieder hoffentlich keiner dran sterben. Ja, ich habe, wie man unschwer erkennen kann, Boldi den Bumerang gegeben, scheint die Peitsche und Christy hat die Klaue. Und ist jetzt Martial Arts Expertin. Das ist auch, die Klaue ist auch eigentlich ihre Standardwaffe, also die, sobald Christy sich dem Held anschließt, hat sie die Klaue dabei. Also, ja, nehme ich mal an, dass es mehr oder weniger die Standardwaffe ist. So, ja, nee, das war der falsche. Ja gut, lassen wir die Wolke Wolke sein. So, hier oben müsste es, glaube ich, zum Eispalast gehen. Ich hoffe mal, dass ich den Eispalast ohne Probleme schaffen werde, denn da drin sind noch ein paar ganz nervige Gegner, die einmal richtig auf den Sack gehen. Und zwar sind das, ja, super, hier geht's zum Eispalast. Naja, können wir mal schauen, was du im Angebot hast. Ja, eigentlich nichts anderes als im Schneedorf. Und deswegen kaufe ich bei dir auch nichts. Denn du bist zu teuer. Zeig mal deine Preise, dann können wir nochmal reden. Ah ja, dann müsste der Eispalast auf der anderen Seite sein. Ja, ich sprach vorhin noch von nervigen Gegnern. Und welche ich damit meinte, das sind eine neue Form von diesen grünen Schleimdingern. Nämlich, das sind diese Schleimdinger in Blau. Die sehr, sehr viele Kraftpunkte haben für Gegner um diese Zeit. Und natürlich können die sich wie ihre Vorgänger auch vermehren. Und
Das ist halt nervig. Und bei Kontakt wird man eingefroren. Oder ja, wird man eher zum Schneemann. Aber okay, müssen wir jetzt durch und ich hoffe, es geht gut. Autsch. Ja, okay. Kann man noch so halbwegs kompensieren. Oh, Steinfalle. Oh, schöne Statue. Oh, Scheiße. Noch mal überlebt. Mann, jetzt geh ich schon endlich drauf. Oh. Von wegen hab's noch mal überlebt. Jetzt hätte ich gerade fast vergessen, darauf zu achten, dass ich nur 3 Kraftpunkte hatte. Jetzt mal im Moment mit dem Mädchen, denn eigentlich, wenn ich es mit mehreren Leuten spiele, dann ist das Mädchen immer mein Standardcharakter. Ist halt so ein Allround-Talent, hat zwar in Anführungszeichen nur Heil- und Verteidigungszauber, aber jetzt mit Visuvio hat sie auch Angriffszauber und sie kriegt später noch einen der stärksten Angriffszauber im Spiel. Er ist zwar nicht der stärkste, das ist, glaube ich, Harzgas. Den kriegt man ganz am Ende erst. Aber kurz vorher kriegt sie auch noch einen recht starken. Ich glaube, das ist so eine Laserattacke oder so. Okay, wir haben, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, den Eispalast betreten. Dann schauen wir uns hier mal um. Ich glaube, die Musik, die hier läuft, die hört man auch nur ein einziges Mal im Spiel. Also halt nur in diesem Level. Okay, der Schalter hat nichts geholfen. Ich glaube, hier vorne durchgehen können wir nicht. Ne, dann schließt sich die Wand wieder. Deshalb müssen wir hier oben den Schalter nehmen. Der dann die Wand da an der Seite öffnet. Ja. Okay. Nee, das war jetzt nur auf den Jungen. Und der hat auch noch Energie voll. Na super. Und schnell für mich Energie nachtanken. Ja, das sind diese Drecksviecher. Zappa. Ich habe das Gefühl, ja, jetzt bin ich eingeeist. Ich spiele lieber mit dem Jungen weiter. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch eine Menge Zeit brauche. Ja, die halten echt verdammt viel aus. So, jetzt sind alle irgendwie bewusstlos. Und das Dämliche ist, ich kann sie in der Zeit nicht treffen. So, komm. Jetzt machen wir hier mal ernst. Jo. Und ich rüste mal wieder die Standardwaffen aus. Falscher Charakter. So, das Schwert. Und ich würde sagen, wir machen mal hier einen kleinen Break. Bis zur nächsten Folge.